Ist das Auge deines Hundes oder deiner Katze gerötet, geschwollen? Ist ein vermehrter Augenausfluss zu beobachten, der entweder klar oder sogar eitrig trüb ist? Dann könnte es sich um eine Bindehautentzündung des Auges handeln. Was zu beachten ist und wie du in dieser Situation handeln solltest, möchte ich dir in diesem Video erklären. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Emin und ich bin Tierarzt. Das heutige Thema dieses Videos ist die Bindehautentzündung bei Hund und Katze. Und jetzt möchte ich gleich mit einer Frage starten, nämlich: Hatte dein Hund oder deine Katze bereits einmal eine Bindehautentzündung? Schreib mir die Antwort bitte kurz in die Kommentare. Ich als Tierarzt bekomme immer wieder Hunde- und Katzenvorstellungen, die eine leichte Bindehautentzündung haben und wo wir dieses Problem sehr schnell in den Griff bekommen. Wiederum haben wir dann noch Fälle, wo Hund und Katze sehr spät vorstellig werden, wo wir eine hochgradige Bindehautentzündung haben und wo dann die Therapie und die Genesung deutlich länger dauern. Daher habe ich mich entschieden, dieses Video zu drehen, um dich über dieses Problem ein wenig aufzuklären. Nun kommen wir zu den Symptomen, das heißt zu den Anzeichen, wie du eine Bindehautentzündung bei deinem Hund oder deiner Katze frühzeitig erkennen kannst. Und um diesen Punkt gleich ein wenig zu vereinfachen: Die Bindehautentzündung bei Hund und Katze hat die gleichen Symptome wie die Bindehautentzündung bei uns Menschen. Und zwar sind dann die Augen gerötet, geschwollen, es ist vermehrter Augenausfluss zu beobachten, der entweder klar oder eitrig trüb sein kann. Im weiteren Verlauf ist dann auch auf jeden Fall ein Juckreiz zu beobachten und aufgrund dieses Juckreizes versuchen sich Hund und Katze mit den Pfoten im Bereich der Augen zu reiben und das kann wiederum zu Verletzungen führen. Nämlich können sie durch die Krallen die Lidbindehaut verletzen oder sogar das Auge. Und um diese Komplikationen zu verhindern, empfehle ich dir frühzeitig bei diesen Anzeichen zu deinem Tierarzt zu gehen. Das heißt jetzt nicht, dass du von diesem Video jetzt abschaltest oder zum nächsten Video schaltest. Nein, ich habe auf jeden Fall noch ein paar interessante Punkte im späteren Verlauf, nämlich die Ursachen und die vorbeugenden Maßnahmen. Ich möchte noch zu den oben genannten Symptomen noch eine Kleinigkeit ergänzen, nämlich kann es natürlich sein, dass bei einer Lidbindehautentzündung Hund und Katze sich vermehrt die Augen zukneifen, weil es einfach wehtut und das ein Reflex ist. Im weiteren Verlauf kann es auch sein, dass diese Hunde auch helles Licht etwas vermehrt meiden und bei Lidbindehautentzündungen ist oft eine beidseitige Erkrankung, eine beidseitige Lidbindehautentzündung zu beobachten. Daher kommen wir gleich zu den Ursachen einer Bindehautentzündung. Und die Bindehautentzündung, auch als Konjunktivitis genannt, kommt bei Hunden relativ häufig vor, bei Katzen eher selten. Und die häufigste Ursache einer Bindehautentzündung sind Infektionen. Und diese Infektionen können durch Bakterien, Viren oder Pilze hervorgerufen werden. Weiters kann eine Bindehautentzündung eine Begleiterscheinung einer allgemeinen Erkrankung sein, wie zum Beispiel bei Staupe oder Zwingerhusten. Eine weitere Ursache sind Allergien. Wenn dein Hund auf Gräser, Pollen, Bäume allergisch ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Bindehautentzündung etwas höher. Natürlich gibt es weitere mechanische Ursachen wie Verletzungen im Bereich des Auges oder Fremdkörper im Auge. Es können noch weitere physikalische Ursachen sein, wie zum Beispiel Zugluft kann die Bindehäute reizen oder Rauch. Eine weitere Ursache für häufige Lidbindehautentzündungen sind erblich bedingte Fehlstellungen des Augenlids. Und dazu zählt das Rolllid. Und hier kann eben das Augenlid sich nach innen rollen oder nach außen rollen. Weiters kann eine verengte Augenlidspalte auch häufige Lidbindehautentzündungen führen. Oder es gibt sogar Hunde, die Wimpern haben, die ins Auge wachsen. Und das ist natürlich sehr irritierend fürs Auge und für die Lidbindehaut.
Welche Hunderassen sind von diesen Problemen betroffen? Dazu zählen Hunderassen wie Chow Chow, Shar Pei, Mops, Deutsche Dogge und noch einige Hunderassen mehr. Und diese Hunderassen sind leider häufiger von diesen Problemen betroffen als andere. Was auch sehr gut zu wissen ist, dass Bindehautentzündungen, die durch Bakterien und Viren hervorgerufen werden, ansteckend sind. Daher sollte ein Kontakt, wenn möglich, mit anderen Hunden oder anderen Katzen vermieden werden oder ein wenig reduziert werden. Nun kommen wir zu dem nächsten wichtigen Punkt, nämlich Diagnose und Behandlung. Und ein Tipp vorweg, wenn du weitere hilfreiche Videos nicht verpassen willst, dann abonniere jetzt hier unten den Kanal. Wie vorhin erwähnt, empfehle ich bei Verdacht einer Bindehautentzündung bei Hund und Katze frühzeitig zum Tierarzt zu gehen. Warum? Ganz klar, um größere Probleme, um Komplikationen zu verhindern, wie beispielsweise eine hochgradige Bindehautentzündung, die zu Juckreiz führt und dann kann sich ein Hund oder Katze durch das Reiben mit der Pfote im Bereich des Auges das Auge oder eben, um konkret zu sein, die Hornhaut verletzen. Und das sollte man wirklich möglichst verhindern. Daher lieber frühzeitig zum Tierarzt schauen, als dann etwas zu spät. Wenn du dann beim Tierarzt angekommen bist, kann dein Tierarzt eine Tupferprobe nehmen, um die Erreger festzustellen und dann die entsprechenden Augentropfen einzuleiten. Es können natürlich auch weitere Ursachen sein, wie schon gesagt, Verletzungen, Fremdkörper, es können auch verschiedene Lidfehlstellungen sein und dann sind meistens operative Eingriffe nötig. Wenn dein Vierbeiner häufig Bindehautentzündungen hat, dann sollte man das auch auf jeden Fall beim Tierarzt abklären, warum die Immunität im Bereich der Lidbindehäute so abgeschwächt ist. Sind Grunderkrankungen die Ursache dafür oder vielleicht Allergien? Jetzt kommen wir zu dem Teil, wo du gefragt bist, wo du wirklich Lidbindehautentzündungen vorbeugen kannst und das sind Pflegemaßnahmen. Und um dich auch gleich ein wenig zu beruhigen, es ist kein großer Aufwand, denn gesunde Augen brauchen in den seltensten Fällen viel Pflege. Es reicht, wenn du täglich die Augenwinkel reinigst. Das heißt, wenn sich ein bisschen Tränenflüssigkeit im inneren Augenwinkel gesammelt hat, dann kannst du ein Tuch nehmen, mit lauwarmem Wasser anfeuchten und einfach die Augenwinkel reinigen. Falls du jedoch einen Hund hast, welcher vermehrt Tränenflüssigkeit bildet, dass sich sogar so Tränenkanäle bilden, dann ist eine etwas intensivere Pflege vonnöten. Dann nimmst du auch ein Tuch mit lauwarmem Wasser angefeuchtet und versuchst, diesen Tränenkanal zu reinigen. Falls dein Hund Falten hat in dem Bereich, wie beispielsweise bei brachiozephalen Hunderassen, Mops, französische Bulldogge, dann versuche auch die Falten schön zu reinigen mit diesem Tuch, denn Feuchtigkeit im Bereich der Falten kann zu Entzündungen führen. Warum? Ganz klar, Bakterien, Pilze lieben es, wenn es feucht, warm ist und dunkel. Daher solltest du eben diese Tränenrinnen, Tränenkanäle schön mit diesem Tuch reinigen und dann nimmst du ein trockenes Tuch und fasst nochmal drüber. Denn man will versuchen, dass dieser Bereich möglichst trocken ist. Bei Katzen ist das natürlich genau dasselbe. Du versuchst, die Augenwinkel immer sauber zu halten. Falls sich jedoch bei Hund und Katze Verkrustungen im Bereich der Augenwinkel gebildet haben, dann musst du etwas vorsichtiger sein. Du kannst auch ein Pflegemittel fürs Auge dir kaufen, vielleicht kann dir dein Tierarzt sogar eins empfehlen. Und dann musst du versuchen, diese Verkrustungen, diese Verklebungen im Bereich der Augenwinkel vorsichtig erst einmal aufzuweichen. Und diesen Prozess kannst du auf mehrere Schritte, auf mehrere Tage verteilen, denn es kann wirklich sehr unangenehm sein für den Vierbeiner und man will ihm keine Schmerzen verursachen. Wenn dein Hund oder deine Katze diese Augenbehandlung, die Augenpflege mit Schmerzen verbindet, dann ist die weitere Kooperation sehr schwierig. Und ganz wichtig ist, wenn du ein Auge reinigst und trocknest,
Dann legst du dieses Tuch auf die Seite, nimmst dir ein anderes Tuch und machst dasselbe mit dem anderen Auge. Es ist wichtig, verschiedene Tücher zu verwenden, um mögliche Infektionen von einem Auge nicht auf das andere Auge zu übertragen. Nach einer gewissen Zeit wirst du sehen, dass diese Pflegeroutine ganz einfach funktioniert, kein großer Aufwand ist und das Tolle ist, du hast die Augen deiner Katze, deines Hundes immer im Blick, erkennst Veränderungen frühzeitig und kannst dann auch frühzeitig handeln. Ein weiterer Bonus ist es, dass wir Tierärzte dann ein deutlich leichteres Leben haben, denn diese Augenpflegeroutine kennt dein Vierbeiner von zu Hause, somit ist das kein großer Stress in der Ordination. Falls du zu diesem Thema, nämlich zum Thema der Augenpflege, mehr erfahren willst, dann schreib mir einen Kommentar unten drunter, vielleicht mache ich noch ein eigenes Video dazu. Jetzt wäre es toll, wenn du dieses Video mit möglichst vielen Freunden teilst, damit sie auch von diesen Tipps etwas lernen können. Bevor du zum nächsten Video schaltest, ich habe noch eine kleine Empfehlung an dich. Wenn du die Inhalte dieses Videos nochmals nachlesen willst, in Ruhe wiederholen willst, dann kann ich dir auf jeden Fall hundeo.com empfehlen. Und auf jeden Fall eine Empfehlung ist die Hundegesundheitsbibel. Wenn du ein solides Wissen zum Thema Hundegesundheit erlangen willst, dann schau dir dieses Buch an. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Ich sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir gesunde Grüße und deinen Vierbeinern.